mit Gehirnströmen eine virtuelle Reise steuern oder kleine Roboter programmieren. Das und mehr konnten Hacker aller Altersklassen heute beim Open Tech Summit in der Kalkscheune. Was mich daran interessiert, ist einfach der Spaß, den man dabei haben kann. Wenn man lange am Code gearbeitet hat und er dann funktioniert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Fragen rund um die Möglichkeiten von Open-Source-Projekten, die Informationen über ihre Hardware und Software öffentlich teilen. Vor Ort waren mehrere Organisationen vertreten, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richten.